Ich habe den Termin nicht vergessen. Ich bin schon unterwegs. Hab nur noch schnell was eingekauft. Danke, Sie sind ein Goldschatz. Können Sie nicht irgendwas unternehmen? Ich muss weiter. Ich denke nicht, dass Sie nicht weiterfahren dürfen, Frau Brüggemann. Sie werden gesucht. Wegen Entführung einer Hundedame namens Melinda. Die Besitzerin hat sich bei der Polizei gemeldet. Wie bitte? Erst passt sie nicht auf Ihren Hund auf und dann zeigt sie mich an? Frau Brüggemann, das ist nicht nur nicht Ihr Hund. Das ist auch nicht Ihr Wagen. Oh Gott, wie peinlich. Der sieht genau aus wie meiner. Und ich war in Eile. Ich habe mich schon gewundert, wieso der Schlüssel schon steckte. Das ist ja sowas von unangenehm, oder? Frau Brüggemann? Hallo, ist Markus da? Der ist unter der Dusche. Dann sagen Sie ihm bitte, dass er die Präsentation für mich übernehmen muss. Ich kann leider nicht. Was, wieso das denn? Ich glaube nicht, dass ich der Freundin meines Sohnes einer Erklärung schuldig bin. Richten Sie es ihm einfach aus. Oder soll sich beeilen? Es ist nicht unsere Art, die Kunden warten zu lassen. Wer war das? Das Konzert können wir vergessen. Du musst die Präsentation übernehmen. Was? Wieso? Frag deine Mutter, sie hält es nicht für nötig, mir das zu erklären. Gib ihr Zeit, dich kennenzulernen. Sie will mich nicht kennenlernen. Sie gibt mir die Schuld daran, dass deine Ehe gescheitert ist. In Ruhe an. Unser Haus Classic ist ein kleines Raumwunder. Von außen kompakt, aber innen überraschend geräumig. Das sind Ihrem Gestaltungswillen keine Grenzen gesetzt. Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie mich einfach an. Vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Und? Keine Ahnung. Danke, dass du mitgekommen bist. Das würde ich dich ja gar nicht mehr sehen. Ich habe ein bisschen über deine Mutter nachgedacht. Weißt du, wenn deine beiden Kinder zu alt sind, um sich für sie zu interessieren, dann sollte man ihr vielleicht rasch ein neues Enkelkind machen, für das sie Oma spielen kann. Jetzt gleich? Ja. Warum nicht? Spießer. Spießer? Mhm. Das Vieh war so groß wie ein Kalb. Charlotte, dass du auf deine alten Tage noch anfangen musst, Autos zu klauen. Jeder braucht ein Hobby. Singen allein füllt mich nicht aus. Es kommt davon, wenn man im Supermarkt einkauft. Totale Hektik. Das Gemüse. Total vergammelt. Obst und Gemüse kaufe ich schon lange nicht mehr im Supermarkt. Wir haben da einen ganz wunderbaren Gemüsehändler bei uns um die Ecke. Der hat nicht nur die normalen Sachen, sondern auch mal was ganz Exotisches. Wie diese... Na, ihr wisst schon, diese kleinen Dinger. Haben unglaublich viel Vitamin C. Fürs alles? Nee. Die mit der faltigen Haut. Naja, egal wie sie heißen. Sie sind jedenfalls total lecker und gesund. Und er gibt sie mir auch, wenn ich nicht weiß, wie sie heißen. Reicht ihm, wenn ich drauf zeige. Kann ich kurz? Ja.
Morgen. Guten Morgen, Markus. Wie war die Präsentation? Bisher hat sich noch keiner gemeldet. Wieso hast du so kurzfristig abgesagt? Ach, der blöde Wagen ist mal wieder nicht angesprungen. Wird Zeit, dass wir einen anderen kaufen. Ja. Gellert hat den Zuschlag für Alsterdorf bekommen. Der verdrängt uns vom Markt. Ich nehme an, als nächstes wird er uns eine Partnerschaft anbieten, die Mehrheit übernehmen und den Laden hier abwickeln. Egal, wie dringend wir Kapital brauchen, darauf dürfen wir uns auf keinen Fall einlassen. Wenn man genug Geld hat, kann man alles kaufen. Aber wir haben nie genug Geld gehabt, egal wie viel wir auch gearbeitet haben. Du musst mir endlich die Firma überschreiben. Es geht nicht, dass ich immer noch wie ein Schuljunge an deine Tür anklopfen muss, bevor ich eine Entscheidung treffen kann. Du redest davon, Schulden zu machen. Dein Vater hätte nie Schulden gemacht. Der hat nur das Geld ausgegeben, das er auch verdient hat. Mama, das waren andere Zeiten, da konnte man sich das leisten. Andere Zeiten. Denk bitte dran, dass morgen die Sitzung mit Gellert ist. Ich hoffe, wir sind uns einig, dass wir auf keinen Fall verkaufen. Die Sitzung, natürlich. Letztes Jahr hast du gesagt, wenn ich 16 bin, darf ich alleine wegfahren. Ja, und da haben wir über eine Jugendreise gesprochen, in der Gruppe. Nicht davon, dass du alleine nach London fährst und mit deinen beiden besten Freundinnen Party machst, okay? Was will ich denn mit einer Jugendreise? Ich habe früher auch Gruppenreisen gemacht und wir hatten ziemlich viel Spaß dabei. Wir haben immer versucht. Ich brauch den Rat nicht, du bist nicht meine Mutter. Du entschuldigst dich sofort oder du kannst aufstehen und nach Hause zu deiner Mutter fahren. Komm, lass. Ich lege keinen Wert auf eine erzwungene Entschuldigung. Aber ich? Tut mir leid. Könntet übrigens mal wieder die Omi besuchen. Die wird sich richtig freuen. Was denn? Früher seid ihr gar nicht hingegangen. Früher habe ich auch mit Puppen gespielt. Ich war völlig in Gedanken. Du hast dir einen schlechten Moment ausgesucht, um zu verschwinden. Eine harte Zeit und ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Markus ist ein lieber Junge. Aber er hat kein Händchen fürs Geschäft, nicht wie du. Du konntest die Leute beschwatzen. Du hättest denen eine Hundehütte andrehen können und die wären dir noch dankbar dafür gewesen. Du hast auch mich bekommen. Hast mich einfach beschwatzt. Und ich hab's nicht bereut. Nicht einen Tag. Wenn ich ehrlich sein soll, ich komme nicht klar. Ständig vergesse ich irgendwas. Gestern bin ich sogar in einen falschen Wagen eingestiegen. Es wächst mir alles über den Kopf. Aber ich kann ja Markus nicht im Stich lassen. Manchmal habe ich nicht mal die Kraft, morgens aus dem Bett zu kommen. Aber ich kann ja schlecht einfach liegen bleiben. Dabei bin ich oft so müde. Ich wollte Sie nur an die Sitzung mit Herrn Gellert von Perfect Home erinnern. Danke, ich habe es notiert. Ich bin kein kleines Kind, das man an alles erinnern muss. Wollte nur sicher gehen.
Wie ich das eben zu Ihrem Sohn sagte, die Zeiten haben sich geändert. Die Zahl der Leute, die sich ein Haus bauen will, hat sich halbiert. Die Leute haben Angst, sie kriegen ihre Finanzierung nicht geregelt. Der Markt ist geschrumpft. Das ist keine Zeit, in der man sich gegenseitig das Wasser abgräbt. Das ist eine Zeit, wo man fusioniert. Ihre Häuser haben Premiumqualität, aber der Name Gellert steht für Innovation und junges Design. Wir haben den Zugang zur jungen Klientel. Perfect Homes ist jetzt vielleicht nicht ganz so bekannt wie Ihre Firma, aber wir verfügen über mehr Musterhäuser und unser Webauftritt ist state of the art. Kurz, wir können Ihnen helfen, Sie können uns helfen. Also, was denken Sie? Verzeihen Sie, ich habe wohl nicht so richtig aufgepasst. Wie war Ihr Name? Meine Mitarbeiter haben mir von diesem Treffen abgeraten. Aber ich habe mir gesagt, was soll's, geben wir dieser maroden Firma die Chance. Und das war sie. In einem Jahr, da sind wir Marktführer. Und der Einzige, der dann noch mit Ihnen redet, ist der Insolvenzverwalter. Schönen Tag noch. Verzeihung, ich habe wohl nicht so richtig aufgepasst. Wie war noch Ihr Name? Du bist einmalig. Danke. Ich freue mich, dass du glücklich bist. In letzter Zeit lachst du nicht mehr so viel wie früher. Als Kind hast du oft gelacht. Ich habe immer zu deinem Vater gesagt, dein Lächeln, das ist mein persönlicher Sonnenaufgang. Noch was. Katrin hat beschlossen, sich beruflich zu verändern. Und sie wird gerne in der Firma mitarbeiten. Ich finde das eine tolle Idee. Ich dachte, deine neue ist Krankenschwester. Geht's unserer Firma schon so schlecht, dass wir eine Krankenschwester brauchen? Mama, das meine ich jetzt ernst, okay? Jetzt muss ich leider. Ich habe einen wichtigen Termin. Was denn für ein Termin? Mami? Was machst du hier? Sind wir verabredet? Ja, zum Gartenfest. Das weiß ich doch. Bin gerade auf dem Weg. Ich wusste nicht, dass du mich abholst. Ich wollte nur kurz reinkommen. Wozu? Schnell mal auf Toilette. Nein. Bis zu dir sind es nur ein paar Minuten. Die wirst du ja wohl aushalten. Was ist? Deine Gäste warten. Was machst du denn da? Das ist hier alles durcheinander. Auf die Art habe ich gleich alles dabei und muss nicht noch mal her. Ja, das ist sehr praktisch. In meinem Alter muss man mit den Kräften haushalten. Tim. Ah ja, klar. Na dann, guten Appetit. Kann ich dich ganz kurz entführen, bitte? Wovon redest du? Ach komm, hör auf, du weißt genau, wer das ist. Unser Banker. Du hast ihn angerufen und hast ihm gesagt, dass wir keinen größeren Kredit brauchen. Schulden sind nicht gut. Dein Vater hat nie Schulden gemacht. Bitte, nicht wieder dieses Lied, okay? Ich meine, hast du eine Ahnung, wie lange ich gebraucht habe, um Marquardt davon zu überzeugen, dass die Bank uns trauen kann? Und dann kommst du daher und machst das alles wieder zunichte? Entweder bin ich der Geschäftsführer und dann treffe ich die Entscheidung. Oder du suchst dir jemanden anderen. Du weißt, dass das längst deine Firma ist. Dein Vater hat sie dir nur deshalb nicht hinterlassen,
weil er nicht damit gerechnet hat, dass er so plötzlich von uns geht. Ja, dann sorg endlich dafür, dass es auch auf dem Papier meine Firma ist. Und noch was, Katrin. Katrin wird morgen bei uns anfangen. Wenn dir das nicht passt, auch gut. Aber dann komme ich auch nicht mehr. Wie du eben gesagt hast, du bist der Geschäftsführer, du entscheidest. Na dann, herzlich willkommen in unserer Firma. Und die Überschreibung der Papiere? Ich mache einen Termin mit unserem Anwalt. Was machen Sie denn hier? Ich arbeite. Ich kann mich nicht erinnern, Sie eingestellt zu haben. Was ist los? Ich habe wirklich gedacht, ich komme damit klar. Aber da habe ich mich vielleicht überschätzt. Jetzt ist Schluss. Was meinst du? Katrin arbeitet seit 14 Tagen in der Firma und sie macht einen Spitzenjob. Außerdem sind wir beide zusammen. Ich nehme es nicht hin, dass du sie ständig herabsetzt. 14 Tage? Ich habe nicht vorgehabt, irgendjemanden herabzusetzen. Bitte sage, dass es mir leid tut. Hast du einen Termin bei unserem Anwalt gemacht? Was für einen Termin? Du hast mir versprochen, dass du einen Termin bei Dr. Hoffmann machst, um mir die Firma zu überschreiben. So geht's echt nicht weiter! Alles in Ordnung? Die wollen mich hier rausekeln. Das ist eine neue, diese Krankenschwester. Die hat schon immer was gegen mich. Jetzt weiß ich auch, warum die unbedingt in die Firma wollte. Das glaube ich nicht. Er hat nie was gesagt von dem Termin bei Dr. Hoffmann. Das hätte ich mir doch aufgeschrieben. Macht er extra. Er will, dass ich ihm die Firma überschreibe, damit seine neue hier das Sagen hat. Aber da kann sie lang drauf warten. Der Termin mit Dr. Hoffmann war vorgestern. Ich habe Sie extra daran erinnert. Aber Sie sind nicht hingegangen. Ich habe was Neues ausgemacht. Habe ich Ihnen doch vorhin gesagt. Irgendwas stimmt ja nicht. Irgendwas stimmt ja überhaupt nicht. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wie die mich immer ansieht? Als ob sie nur darauf wartet, dass ich einen Fehler mache. Würde mich nicht wundern, wenn die heimlich an meinem Terminkalender rumfuscht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind ein Goldschatz, Luise. Aber manchmal ein bisschen naiv. Wieso bist du nicht an? Weil das garantiert mal wieder deine Mutter ist. Sie will, dass du die Präsentation übernimmst oder nicht anmachst, weil ich mich mit eurem Namen melde, obwohl wir nicht verheiratet sind. Brüggemann. Hallo, Markus, ich bin's. Schwesterherz, ich wusste gar nicht, dass du meine Nummer noch hast. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich im Moment alles um die Ohren habe. War das jemals anders? Was verschafft mir die Ehe? Ich habe eigentlich versucht, nochmal anzurufen, aber ich erreiche sie nie. Die macht abends oft noch die Führung durch die Musterhäuser.
Macht ihr Spaß, mit den Kunden zu sprechen? Geht's dir gut? Im Moment treibt sie mich in den Wahnsinn. Sie vergisst ständig was und will es einfach nicht wahrhaben. Vielleicht solltest du einfach ein bisschen mehr Geduld mit dir haben. Vielleicht solltest du herkommen und dich ein bisschen um sie kümmern, statt mir kluge Ratschläge zu geben? Jetzt hör mal auf mit der alten Leier. Pass auf, es geht um die Aufführung. Sag jetzt nicht, dass du nicht kommst. Du hast gut reden. Du investierst vielleicht 2 Stunden und ich verliere den ganzen Tag. Das kannst du ihr nicht antun. Ich kann dir beim besten Willen nicht weg. Ich wollte nur, dass du schon Bescheid weißt. Ich habe Ihnen zwar alles in den Terminkalender eingetragen, aber hier ist noch einmal ein extra Zettel, wo alles genau draufsteht. In der Reihenfolge, in der Sie es erledigen müssen. Danke, Luise. Ich weiß nicht, was ich ohne Sie machen würde. Wir müssen doch zusammenhalten. Ja, das müssen wir. Wir wollen uns hier nicht haben, weil wir nicht mehr so jung sind. Aber wir wissen immer noch, wie es geht. Ja, genau. Natürlich. Lassen Sie das. Ich bin kein kleines Kind, dem man zum Toast einen Lutscher geben muss. Ich bin hier immer noch die Chefin. Ja, sicher. Markus. Deiner Mutter stimmt was nicht. Nicht jetzt, bitte. Deine Mutter hat... Nein, Katrin, es reicht. Ich verstehe, dass ihr Probleme habt, aber ich habe keine Lust, auf dem Kriegsschauplatz zu arbeiten. Ich habe meiner Mutter klipp und klar gesagt, ich dulde nicht, dass sie dich herabsetzt, dir sage ich genau das Gleiche. Sie ist alt. Sie hat ein Recht darauf, nicht mehr so zu funktionieren wie ein Uhrwerk, okay? Deine Mutter ist nicht einfach nur alt. Markus, sie ist krank. Ich finde es toll, dass du hier arbeitest. Aber bitte nicht als Krankenschwester. Ist was passiert? Mir geht es ausgezeichnet. Was soll die Frage? Ich dachte nur, dass ich langsam zu alt werde für die Arbeit. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich mit der Arbeit aufhöre, dann werde ich plötzlich alt sein. Von einem Tag auf den anderen. Alt und nutzlos. Also lass mich noch meinen Teil beitragen. Solange ich das noch kann. Und jetzt muss ich zu einer Präsentation. Thank you.
Das Haus kann auf Wunsch auch als Niedrigenergiehaus geliefert werden. Alle unteren Räume und die Bäder können gegen einen Aufpreis auch mit Fußbodenheizung ausgestattet werden. Wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, können Sie mich jederzeit anrufen. Und hier in der... jedenfalls können Sie alles nachlesen. Hier. Und in der Pauschale enthalten sind auch die... Brauchen Sie Hilfe? Nein. Ich bin durchaus in der Lage, allein auf die Toilette zu gehen. Dusche. Waschbecken. Wo das durchläuft. Zum Waschen. Das Pasta. Ich wollte sowieso mit dir sprechen. Bist du etwa noch im Büro? Warum nicht? Du kannst nicht immer nur arbeiten. Du musst dich auch mal ein bisschen erholen, sonst ist der Speicher irgendwann voll und nichts geht mehr rein. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Du hast aber jetzt nicht angerufen, um mir zu sagen, dass ich mehr Freizeit brauche, oder? Das wusste ich nämlich vorher schon. Nein, ich wollte dich bitten, ob du vielleicht mal bei Ina vorbeifahren könntest. Ich wollte sie zu unserem Konzert einladen, aber sie meldet sich nicht. Frankfurt ist ja nicht so weit weg von Wiesbaden. Aber Mama, Tante Ina ist seit 5 Jahren tot. Wir waren noch zusammen auf ihrer Beerdigung. Ach so. Ah ja. Sag mal, Mama, ist wirklich alles in Ordnung mit dir? Aber du kommst doch. Ja, klar, ich komme. Schick mir eine SMS mit deiner Ankunftszeit, dann hole ich dich ab. Ich muss jetzt Schluss machen. Ich habe Essen auf dem Herd. Ja, pass auf dich auf. Ja, pass du lieber auf dich auf. Und mach mal Feierabend, hä? Hier ist die Mailbox von Charlotte Brüggemann. Bitte hinterlassen Sie mir eine Nachricht.
Hallo Mama, wo bist du denn? Du wolltest mich vom Bahnhof abholen, hast du das vergessen? Pass auf, falls du das noch abhörst und unterwegs bist. Ich nehme jetzt ein Taxi und fahre zu dir nach Hause. Den Schlüssel habe ich. Ja, bis gleich, Mama. Tschüss. Mama? Mama! Wie sie aussieht. Du musst doch irgendeine Ahnung haben, wo sie sein könnte. Ich glaube, sie ist da. Ich rufe dich nachher nochmal an. Wir müssen uns unbedingt sehen. Sandra! Was machst du hier? Wir waren verabredet. Du wolltest mich am Bahnhof abholen. Hast du das vergessen? Tut mir leid. Ich hatte schrecklichen Ärger. Wir haben die Schlösser in der Firma ausgetauscht. Ich bin nicht reingekommen. Ich habe geklingelt und keiner hat mich gehört. Das mag daran liegen, dass heute Samstag ist und die Firma geschlossen. Also wollte ich anrufen und denen sagen, sie sollen gefälligst aufmachen. Ich habe mein Handy verloren. Nein, du hast es nicht verloren, es lag im Kühlschrank. Das ist ja lustig. Soll ich uns einen Tee machen? Wie geht's dir, Mama? Mir geht's prima. Was ein Wunder ist, wenn man bedenkt, wie dein Bruder mich behandelt. Ich komme in der Firma vor, als wäre ich dort zu Gast. Gut, dass dein Vater das nicht mehr erlebt hat. Das ist die Neue von deinem Bruder. Die will mich da raus ekeln. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Sag mal, ist wirklich alles in Ordnung, Mama? Klar. Höchstens ein bisschen Lampenfieber wegen heute Abend. Nein, dass du es zustande gebracht hast, dich für deine alte Mutter loszureißen. Geschehen noch Zeichen und Wunder. Du hattest bestimmt viel um die Ohren in letzter Zeit. Vielleicht brauchst du einfach ein bisschen Unterstützung. Wann warst du eigentlich das letzte Mal bei Dr. Mertens und hast dich durchchecken lassen? Ich bin nicht krank, höchstens ein bisschen überarbeitet. Ja, aber genau das meine ich ja. Das ist ja auch eine Art Krankheit. Mama, du brauchst dringend Hilfe. Erinnerst du dich? Das haben wir früher immer gesungen. Wochenend und Sonnenschein und dann mit dir im Wald allein. Weiter brauch ich nicht zum glücklich sein. Ich glaube, du musst den Tee alleine trinken. Ich muss mich ein bisschen hinlegen.
Ich bin in letzter Zeit oft zu müde. Geht so viel schief in letzter Zeit. Wäre schön, wenn du nicht weggegangen wärst. Ich habe mir immer gewünscht, dass du hier bleibst. Und eine Familie gründest. Statt immer nur zu arbeiten. Was ist, wenn am Ende nichts übrig bleibt? Ja, guck mich an. Eine Firma, die ständig an der Pleite entlang schrammt. Ein Sohn, der seine Ehe in den Sand gesetzt hat. Zwei Enkelkinder, die sich nicht für mich interessieren. Und eine Tochter, die auch nichts anderes mehr kennt als Arbeit. Legst du dich mal hin und ich räume inzwischen ein bisschen auf. Kommt gar nicht in Frage. Ich habe dich nicht eingeladen, damit du hier auch noch arbeitest. Außerdem bringst du mir alles durcheinander. Es hat nämlich alles seine Ordnung. Obwohl es nicht immer so aussieht. Wo warst du denn? Ich muss gleich wieder zurück. Ich möchte Mama nicht so lange allein lassen. Wann warst du überhaupt das letzte Mal bei ihr? Das ist eine ganze Weile her. Du weißt ja, sie mag es nicht, wenn man ihr zu sehr auf die Pelle rückt. Das ist aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Völlig chaotisch. Ich habe ihr schon 100 Mal angeboten, eine Putzfrau zu besorgen, aber sie will ja nicht. Das hat nichts mit einer Putzfrau zu tun. Du musst doch gemerkt haben, dass irgendwas nicht stimmt. Sie sieht doch fast jeden Tag. Spinnst du? Bist du jetzt mal kurz aus Frankfurt hergekommen, um mir gute Ratschläge zu geben? Ich will dir keine Ratschläge geben. Ich habe mich nur erschrocken, wie es bei ihr aussieht. Das ist überhaupt nicht ihre Art. Wunderbar. Zieh nach Hamburg und kümmere dich um sie. Ich versuche gerade eine Firma zu retten und Mama macht mir das nicht gerade leicht. Ich will mich mit dir nicht streiten. Ich will mit dir reden wie erwachsene Menschen. Nee, du willst nicht reden. Du willst mir sagen, was ich zu tun habe und dann haust du wieder ab. Jetzt hör mir mal zu. Mama glaubt, dass du sie aus der Firma drängen willst. Unsinn. Ich will nur, dass sie mir die wichtigen Entscheidungen überlässt. Und was war das denn für eine Sache mit dem Schloss? Was für ein Schloss? Mama behauptet, die hätte das Schloss der Firma ausgetauscht und sie kommt nicht mehr rein. Das ist genau das, was ich meine. Überall wittert sie Verschwörung und Verrat. Wundert mich nur, dass sie nicht behauptet hat, Katrin hätte ihr den Schlüssel geklaut. Markus, wir müssen was tun. Was soll ich denn machen? Hinter ihrem Rücken losgehen und einen Altersheimplatz für sie besorgen? Meinst du, ich habe nicht gemerkt, dass sie sich verändert hat? Sie schafft das nicht mehr alleine. Aber du kennst ja ihr Motto. Wenn man sich nicht selbst helfen kann, dann kann es keiner. Übrigens schön, dich zu sehen. Was machst du da? Ich hab dir deinen Lieblingspudding gekocht. In einer Stunde fängt das Konzert an. Manchmal muss man Prioritäten setzen. Dann habe ich schon mal mein kleines Mädchen da und kann ja was kochen. Das ist wirklich süß von dir. Aber vergiss jetzt mal den Pudding. Ich glaube nicht, dass du da so auftreten willst. Auf dem Programm steht, dass es ein lustiger Abend werden soll. Das war bestimmt nicht so gemeint. Komm, ich helfe dir. Wo ist der Dritte? Den habe ich dabei. Und jetzt bewegen! Wochenend und Sonnenschein. Hast du mit der Mami gesprochen? Nein. Ich habe nur mit ihr geredet. Du darfst noch wandern. Ja, aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Ein Handy bleibt an, du bist immer zu erreichen mit Telefon mindestens 2 Mal. Danke, danke, danke. Kein Auto, keine, keine. Oh Gott. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich kann den Text nicht mehr. Nichts, keine einzige Zeile. Und was ist mit den Melodien? Kennen Sie die noch? Ja, ich denke schon. Na bitte, und jetzt einfach singen.
kein Auto, keine Chaussee und niemand in unserer Nähe. Tief im Wald, Louis, es geht, es geht. Also, Sie können es einfach nur singen. Danke, mein Schatz. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Der Herrgott drückt die Augen, denn er kommt uns ja zum Glück. Kein Auto, keine Chaussee. Ihr seid eine tolle Truppe. Ja, danke. Liebe Birgit, ich weiß, man lässt die Kinder heute selber bestimmen, was sie tun. Aber du solltest aufpassen, dass sie auch mal was Vernünftiges essen und nicht immer nur diesen amerikanischen Kram. Ja, was ist? Gesunde Ernährung ist wichtig. Gesunde Verdauung übrigens auch. Ja, entschuldigt mich. Glaubst du mir jetzt, dass mit dir was nicht stimmt? Hat sie den Namen verwechselt, oder? Sie kann nichts dafür. Sie ist krank. Sehr krank. Nein, sie ist nicht krank. Sie ist alt. Markus, eure Mutter leidet ganz eindeutig an Demenz. Bist du dir da sicher? Ja. Nein! Wie oft hast du dich in den letzten Wochen, in den letzten Monaten über sie geärgert? Also ich weiß zumindest, wie oft ich mich geärgert habe. Akzeptiere endlich, dass sie krank ist. Dann kannst du aufhören, dich zu ärgern und anfangen, ihr zu helfen. Sie braucht euch. Was ist? Keinen Appetit? Hm? Mama, warum ist auf dem Telefon ein Zettel, auf dem draufsteht Telefon? Die einfachste Erklärung, die mir im Moment einfällt, ist, dass es sich um ein Telefon handelt. Ja, aber warum steht es da drauf? Ich meine, du hast überall diese Kleber. Wenn jemand hier ist, der sich nicht auskennt, so wie du, heute Morgen, dann weiß er gleich, wo alles ist. Die ganzen Sachen, die du gekauft hast. Das Zeug, das hier überall rumliegt. Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet. Ich kann mir kaufen, was ich will. Ich bin kein kleines Kind, das um Erlaubnis fragen muss. Das habe ich auch nicht gesagt. Dann hör auf, mich auszufragen. Ich verstehe das alles nicht. Alles ist so durcheinander. Sachen verschwinden. Einfach. Und ich kann sie nicht finden. Wildfremde Leute, die grüßen plötzlich und sagen irgendwelche Sachen, die ich einfach nicht verstehe. Weißt du, Mama, du bist ja genau wie ich. Du willst auch immer alles mit dir alleine ausmachen. Aber es gibt gewisse Situationen im Leben, die kann man nicht alleine meistern. Da braucht man Hilfe. Hast du eigentlich einen neuen Mann? Das habe ich dir doch gesagt. Willst du mir den nicht mal vorstellen? Gern. Bei Gelegenheit. Jetzt muss ich ins Bett. Hast du eigentlich einen neuen Mann? Mama, bitte versprich mir, dass du zum Arzt gehst und dir helfen lässt. Na gut. Wenn es tatsächlich Arzt am Neuesten. Ich weiß nicht, ob ich das auch sagte. Sie muss zum Arzt.
Ihr braucht Gewissheit. Alles gut? Ja, sicher. Was den Arzt angeht? Ich brauche keinen Arzt. Mama, du hast mir das gestern Abend versprochen. Mir geht's gut, ich brauche keinen Arzt. Glaubst du, ich weiß nicht, was hier läuft? Markus und seine Neue wollen mich beiseite schaffen. Das ist schlimm genug. Aber dass du da jetzt auch noch mitmachst, das hätte ich nicht von dir gedacht. Jetzt reicht's aber mal, das stimmt doch nicht. Ich weiß, was ich weiß. Ihr denkt alle, ich krieg nichts mehr mit. Aber ich sehe mehr, als ihr denkt. Sehr viel mehr. Werdet ihr schon noch merken. Wir können Sie nicht zwingen, zum Arzt zu gehen. Und wenn wir einfach Ihren Hausarzt anrufen und ihn bitten, Sie zu besuchen? Kein Arzt untersucht einen Patienten, der das nicht will. Zumindest nicht, solange der noch bei klarem Bewusstsein ist. Aber genau das ist doch die Frage. Ich muss auf jeden Fall los. Morgen dringend einen Termin in Frankfurt. Ja, das war ja klar. Vielleicht kannst du ja von heute auf morgen alles stehen und liegen lassen. Aber im Gegensatz zu dir bin ich angestellt. Ja, und ich versuche gerade, unsere Firma zu retten. Meinst du, das ist einfacher? Ich müsste längst auf der Messe in Rendsburg sein. Wir können aber jetzt unmöglich allein lassen. Auf keinen Fall. Nein, das wollte ich auch gar nicht vorschlagen. Na, das ist ja eine Überraschung. Hallo. Kommt rein. Wer ist das? Das ist Frau Wagner von Benancura. Und wenn du die Tür nicht zugeknallt hättest, dann hätte ich sie dir auch gerne vorgestellt. Was will die hier? Dir im Haushalt helfen und dafür sorgen, dass du was Vernünftiges zu essen bekommst. Warum sagst du nicht, was du meinst? Sie soll auf mich aufpassen. Unsinn! Ich bin kein kleines Kind, das man bevormunden kann. Ich bestimme, wer in mein Haus kommt. Und sie kommt hier nicht rein. Und ihr auch nicht mehr! Raus! Sofort! Raus! Mama. Danke. Tschüss. Tschüss. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung, ich muss nach Rendsburg. Wenn ich morgen zurückkomme, dann sehen wir weiter. Komm, ich fahr dich zum Bahnhof. Thank you.
Kann ich mich jetzt wieder hinlegen? Ich bin sehr müde. Ja, natürlich. Ich bring Sie ins Bett. Tut mir leid, dass ich oft so garstig zu dir war. Es wird nicht wieder vorkommen. Da ist etwas, das ich dir geben will. Das ist unser Familienschmuck. Es würde mich freuen, wenn du ihn nimmst. Vielen Dank. Ja, das ist wunderschön. Du dich noch mal hinlegen, vielleicht ist noch so früh. Was tun Sie denn hier? Wie es aussieht, hatten Sie einen kleinen Schwächeanfall. Unsinn. Mir fehlt nichts. Frau Brüggemann, wie lange kennen wir uns schon? Sagen Sie es mir. Lange genug, um uns nichts vormachen zu müssen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal bei Ihnen war. Kurz nach dem Tod Ihres Mannes, glaube ich. Wann war das noch? Das ist lange her. Aber es wird nicht leichter dadurch. Das denke ich mir. Wie ist noch gleich die Insel, auf der Sie immer mit ihm waren? Aber Herr Doktor, das werden Sie doch noch wissen. Und im Kopf auch noch alles klar? Können Sie mir sagen, den wievielten wir heute haben? Der 25. Ich nehme an, das müssen Sie wissen, um Ihre Rechnung zu schreiben. Können Sie mir sagen, wer zurzeit Bundespräsident ist? Ach, die wechseln doch ständig. Aber soll ich Ihnen mal was verraten? Ich habe kein einziges Mal einen großen Unterschied gemerkt. Warum hast du nicht gesagt, dass da niemand war? Weil deine Mutter Angst hatte. Sie war völlig in Panik. Die Leute, die sie da angeblich gesehen hat, die waren vielleicht nicht da, nicht real. Aber die Angst, die sie hatte, die war da und die war real. Also habe ich die nicht vorhandenen Leute rausgeschmissen und die haben die Angst mitgenommen. So einfach ist das. Hallo. Hi. Wie geht's ihr? Sie weiß genau, was mit ihr passiert und das macht ihr schreckliche Angst. Was hat Dr. Mertens gesagt? Dass die Anzeichen ziemlich eindeutig sind. Aber dass sie für eine genauere Untersuchung zu einem Spezialisten muss. Hat er sich auch davon überzeugt, dass er es nötig hat? Versucht hat er es. Aber er hatte nicht viel Erfolg. Es muss doch irgendwas geben, was man machen kann. Wir reden von meiner Mutter. Sie ist krank, also erzählen Sie mir nicht, dass man ihr nicht helfen kann. Kannst du bitte damit aufhören, Dr. Mertens anzuschreien? Ich schreie nicht an. Ich will nur wissen, warum wir mit Mama zum Spezialisten müssen, wenn man ohnehin nichts machen kann. Weil die Demenz in vielen verschiedenen Formen auftritt, die sich sehr ähneln. Es kann sich bei den Problemen Ihrer Mutter durchaus um eine Durchblutungsstörung im Gehirn handeln. Oder um ein stressbedingtes Syndrom. Das glauben Sie doch selber nicht. In der Klinik gibt es sehr genaue Testverfahren. Und sollte es sich tatsächlich um Alzheimer handeln, hat man dort Methoden entwickelt, um den Verlauf der Krankheit zu verlangsamen und die Lebensqualität der betroffenen Patienten zu verbessern. Gut, dann machen Sie uns bitte einen Termin in der Klinik aus. Schön, dass du schon wieder da bist. Ich hoffe, du bekommst deswegen keine Probleme in deiner Bank. Ach, die kommen auch mal ohne mich klar. Ich gehe auf jeden Fall morgen wieder in die Firma. Hier fällt mir die Decke auf den Kopf. Aber jetzt warte doch erst mal ab, bis die morgen überhaupt geht.
macht das also tatsächlich. Er steckt mich einfach ins Heim. Nein, wie kommst du denn da drauf? Warum packst du dann meine Sachen? Glaubst du, ich will verreisen? Hast du gedacht, ich merke nicht, dass du mir nicht mal in die Augen gucken kannst? Mann, es geht hier nicht um irgendein Heim, du bist krank. Das hat Dr. Mertens gesagt. Du musst in die Klinik, damit die Ärzte rausfinden, was dir fehlt. Ich kann dir sagen, was mir fehlt. Ich brauche Ruhe und nicht noch mehr Leute, die an mir rumzerren, bis ich nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht. Leute in meinem Alter werden nicht gesund im Krankenhaus, die sterben da. Das werde ich nicht zulassen. Es sind nur ein paar Tage und dann wissen wir endlich Bescheid. Mama, du weißt doch selbst, dass da was nicht stimmt. Willst du nicht endlich Gewissheit haben? Manchmal ist die Ungewissheit das Einzige, auf das man sich noch verlassen kann. Manchmal ist die Ungewissheit das Einzige, auf das man sich noch verlassen kann. Manchmal ist die Ungewissheit das Einzige, das man verlassen kann. Wie geht's Ihrer Mutter? Sie war nicht gerade glücklich, darüber ins Krankenhaus zu müssen. Es geht ihr nicht gut. Ich wollte es ja selber nicht wahrhaben. Ich kenne Ihre Mutter so lange. Hier, das ist eben für Sie per Einschreiben gekommen. Sie eine Rechtsanwältin, Dr. Güden? Svenja Güden? Nein. Sie haben ja hier keinen Termin für meine Mutter gemacht. Nein? Wieso denn? Das ist meine außerordentliche Kündigung und Abberufung als Geschäftsführer dieser Firma. Markus, deine Mutter ist aus der Klinik weggelaufen. Die haben eben angerufen. Thank you.
Meine Sachen. Wo sind meine ganzen Sachen hin? Polizei! Ich muss die Polizei anrufen! Polizei. Entsetzen. Entsetzen. Ja, ich weiß. Aber irgendwo muss sie ja sein. Sobald ich mit der Präsentation durch bin, fahre ich nochmal alles ab. Okay. Ja, ich muss Schluss machen. Bis gleich. Ich melde mich. Morgen. Morgen. Tut mir leid. Gut, wollen wir mal, oder? Ach, du Scheiße. Seien Sie bitte vorsichtig, wir haben anscheinend einen Wasserschaden. Was tun Sie hier? Gehen Sie raus! Verschwinden Sie! Sie haben hier nichts zu suchen! Markus, was tun die Leute hier? Die sollen hier weg! Wir haben meine ganzen Sachen geklaut! Es tut mir leid, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie jetzt gehen könnten, ja? Hauen Sie ab! Alles gut, okay. Entschuldigung. Ist was passiert? Du hattest einen Zusammenbruch. Du musst hier bleiben, Mama. Versprichst du nicht wegzulaufen? Warum sollte ich weglaufen? Wie kommst du denn auf sowas? Fenster putzen. Mama hatte sich am Morgen beschwert, dass sie durch die Scheiben die Rosen in ihrem Garten nicht mehr so gut sehen kann. Und da haben wir im ersten Stock angefangen. Im Kinderzimmer mit ganz viel Spülmittel. Du bist auf Sims geklettert. Klar, ich war die Ältere, hatte die Hosen an und durfte von außen putzen. Mhm. Keine ungefährliche Aktion. Wie alt wart ihr da? Wie alt waren wir da? Du warst... 5. Ich 7. Als Mama vom Einkaufen zurückkam, riss die Sandra vom Sims. In letzter Sekunde, so glitschig war alles. Ganz fest hat sie uns in ihre Arme genommen. Wir wussten gar nicht, was los ist. Und dann hat sie gelacht. Stimmt, aus lauter Erleichterung. Einfach nur gelacht. Mir Charlotte gegeben. Aber ich glaube, sie meinte dich. Ich habe es erst mal an mich genommen, damit sie es nicht noch dem Briefträger um den Hals hängt. Danke. Was machst du mit der Firma? Keine Ahnung. Ist mir aber auch egal. Mhm.
diese Krankheit. Ihr wisst, was das bedeutet. Mama verliert nicht einfach nur ihr Gedächtnis. Sie verliert die Kontrolle über ihre Muskeln. Kann nicht mehr laufen, nicht mehr schlucken und irgendwann... Mach das nicht. Wir dürfen uns nicht all die schrecklichen Dinge ausmalen, die vor ihr liegen. Wenn wir uns da so reinfallen lassen, dann können wir ihr nicht helfen und das müssen wir. Dann musst du es einfach nur sagen, dann hören wir sofort auf. Nein, nein, es geht schon. Aber könntest du es mir bitte nochmal erklären? Du warst beim Anwalt. Bei unserem Anwalt? Nein, bei einer Anwältin, mit der wir sonst nicht arbeiten. Daran kann ich mich nicht erinnern. Ist okay. Du hast so Papiere unterschrieben, die uns große Probleme machen. Jetzt brauchst du nur diese Papiere unterschreiben. Dann kann ich das alles wieder in Ordnung bringen. Tut mir leid. Diese Tests, die mit mir machen, das ist so anstrengend. Ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich will nichts mehr unterschreiben. 20 Uhr. Rauchdings. Mhm. Gibt's da noch ein anderes Wort? Fisch. Sehr gut. Du wirst wieder gesund. Du musst nicht traurig sein. Ich werde jeden Moment ausnutzen und mich an den Dingen erfreuen, die ich noch begreife. Ich habe nur Angst, dass ich mich selbst einmal vergesse. Das weiß ich. Das weiß ich. Schon gut, schon gut. Jetzt zeichnen Sie das mal bitte nach. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Sie kann doch nicht alleine in dem Haus bleiben. Ich weiß es auch nicht. Jetzt müssen wir erstmal ihren Geburtstag über die Bühne bringen. Ich habe die Einladung schon rausgeschickt. Das ist das Großartige an euch Frauen. Die Welt kann untergehen, aber wenn ihr eine Gelegenheit seht, eine Party zu organisieren, ist alles wieder gut. Komm ins Bett. Ich danke euch allen dafür, dass ihr gekommen seid. Für diese wunderbare Feier. Und dafür, dass ihr mich schon so lange begleitet. Ich genieße das alles sehr. Vor allem, weil ich weiß, dass das letzte Mal ist, dass wir so zusammenkommen. Bei meinem nächsten Geburtstag werde ich einige von euch nicht mehr kennen. Wenn ich ehrlich bin, kenne ich einige von euch heute schon nicht mehr. Wir alle glauben immer, das ist das Böse, die schlimmen Dinge, vor denen wir uns alle so fürchten, nicht gibt, solange wir sie nicht beim Namen nennen. Aber das ist falsch. Das ist so. Würde man glauben, dass man nicht gehen kann,
dass man dabei die Augen zumacht. Aber das ist falsch. Man muss die Augen aufmachen. Ja, es ist, wie es ist, Freunde. Ich habe Alzheimer. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich schon eine ganze Zeit, dass mit mir etwas nicht stimmt. Aber ich wollte es nicht wahrhaben. Das ist jetzt vorbei. Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die ich in dieser Zeit enttäuscht oder... vor den Kopf gestoßen habe. Macht's einfach wie ich und vergesst es. Hey, mir geht's gut. Wirklich. Mir geht's gut. Im Moment. Aber ich weiß nicht, wie lange das so bleibt. Und deshalb will ich die Gelegenheit ausnutzen und mich verabschieden. Es ist... leider muss ich zweimal sterben. Einmal als der Mensch, der ich einmal war. Und dann als der Mensch, der denn die Krankheit aus mir gemacht hat. Aber ich bedauere nichts. Ich habe ein schönes Leben gehabt. Ja, ein schönes Leben. Und das verdanke ich nicht zuletzt euch allen. Auf Mama. Mama. Glauben, aber ich habe gerne an Gellert verkauft. Ich bin jetzt bei ihm angestellt. Wenn ich abends die Tür in der Firma zumache, kann ich einfach abschalten. Ich habe auch Kinder. Die sind noch ganz klein. Du musst kauen. Sonnenschein und dann mit dir im Wald allein. Weiter brauch ich nichts zum Glück.